Hallo Lieben, hier ist Maxi von der Altona Silberwerkstatt und was ihr hier seht, ist das Civivi Haardross Micarta Schwarz. Eine der Besonderheiten des Messers ist diese wunderschöne Wandcliff-Klinge mit dem Hohlschliff. Das heißt, die Klinge dürfte sehr, sehr schneidfreudig sein. Sie ist sehr dünn ausgeschliffen. Das ist übrigens ein Dylan Mallory Design. Information zum Designer dürfte, meine ich, seine erste Zusammenarbeit mit Civivi sein. Packe ich euch in die Information zu dem Video. Civivi verwendet hier den sie sehr häufig verwendenden Stahl, den 10CR15COMOV. Ein guter Budgetstahl. Schön finde ich auch, dass du zwei Daumenpins hast und dass der Clip umsetzbar ist. Das heißt, das Messer ist neben dem Liner Lock, der ja für Rechtshänder gebaut ist, aber schon auch interessant für Linkshänder. Das heißt, du setzt einfach den Clip um und ja. Doppelter Daumenpin. Wird nicht so häufig verwendet bei Messern. Finde ich immer ein ganz schönes Feature. Ja, was noch? Der Griff wirkt sehr schlank, ist auch sehr schlank. Und du hast ja hier den Clip. Es liegt trotzdem gut in der Hand. Der Clip fühlt sich gut in die Vertiefung, die hier in deiner Hand ist, ein. Die Klinge hat so ein Satin-Finish. Clip stonewashed. Wie schon gesagt, Micarta schwarz. Micarta braun. Die Liner sind skelettiert. Der Liner Lock steht recht früh. Micarta grün. Jimping, auch natürlich bei allen Messern. Jimping sitzt für mich sehr gut. Auch der Liner ist, wie so häufig, was auch ein schönes Element ist, auch nochmal angeriffelt, um ihn besser zu greifen. Und die Holzvariante, ich spreche es immer falsch aus, also bitte verzeih mir das. Kuiburcia Holz mit Damastklinge. Die Damastklinge hat nochmal ein Handrubbed-Finish, das heißt, die ist matter. Aber dafür kommt das Damast sehr viel stärker zur Geltung. Ich habe hier nochmal mitgebracht, für dich im Vergleich, das Civivi Exarch mit der Damastklinge. So, erstmal so mal nochmal schon schauen, wie schön das zusammen wirkt. Holz und Damast. Eine sehr schöne Kombination, die beiden. Du siehst schon hier, wie dunkel das ist, ne? So, das ist ein normales Damast-Finish. So ein bisschen schlichter, ne? So ein bisschen weniger profilierter, die beiden Farben. Das dunkle und das helle. Und das untere hat dieses Handrubbed-Finish. Das ist nochmal eine ganz andere Damast-Optik. Das ist ja der Wahnsinn, was man mit Damast auch so erreichen kann, wenn man einfach nur die Klinge anders vorbehandelt. Nochmal, wie das in der Hand liegt. So, lass mich gern wissen, welches der Messer dein Favorit ist. Die Damast-Version, Micarta Braun, Micarta Olive oder Micarta Schwarz.
alle Informationen packe ich dir in die Beschreibung zum Video, auch den Link, wo du es bei uns im Shop bekommst. Wenn es mal ausverkauft ist, lass dich gerne benachrichtigen, damit du eine E-Mail bekommst, wenn es wieder da ist. Bis bald, ihr Lieben, und danke fürs Schauen. Tschüss!